still, ruht der See. Ich habe das Gefühl, die Vögel sind ausgeflogen. Los, wir stellen den ganzen Laden auf den Kopf. Was ist? Smith meldet aus dem Hafen, dass bei der Olaf Eriksen die Lotsen an Bord gehen. Was soll er tun? Beten! Sie fangen hier an, Pepper, geben Sie mir das Ding. Sie sollen beten. Ach nein. Hast du dir's doch noch überlegt? Ja, ich hab mir's doch noch überlegt. Geben Sie mir die 1000 Pfund, die Sie für mich kassiert haben, und ich unterschreibe. Was? Hätte ich ihm sagen sollen, er soll sein Geld behalten? Alle Achtung, ganz schön clever von dir. Nora Wilson. Woher wissen Sie das? Hast du angenommen, dass ich dir diesen Quatsch glaube? Den Scheck kassieren? Und dann ganz artig aufs Schiff gehen. Gerade du, die das alles schon mal durchgemacht hat. Nein, meine Liebe, so haben wir nicht gerechnet. Wir werden hier warten und um 10 Uhr gehen wir zusammen auf die Olaf Eriksen. Der Chef freut sich schon auf ein Wiedersehen. Mr. Parker, das können Sie doch nicht machen. Oh doch, ich kann. Sie müssen mir glauben, Mr. Parker. Ich bin wirklich nur des Geldes wegen hergekommen. Bitte ersparen Sie mir, das noch einmal durchzumachen. Bitte lassen Sie mich gehen. Du hältst mich wohl für sehr blöd, was? Damit du dann zur Polizei rennst. Hände hoch, Sie Schwein. Schließen Sie die Tür auf. Lass mal den Unsinn. Du traust dich ja doch nicht. Sie sehen, Mr. Parker, ich traue mich. Und jetzt schließen Sie die Tür auf. Zur Seite. Perkins, Ihr Verhalten ist einfach indiskutabel. Was machen Sie denn da? Die Geheimtür zum Nebenhaus, Sir Arthur. Zum Nebenhaus? Ich habe ja gleich gesagt, es hat keinen Sinn, im Bilderclub zu suchen. Ja, Sir. Pepper Thompson, sehen Sie mal nach, wohin das führt. Perkins, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie hier tun, ohne meine Zustimmung geschieht. Ich werde es nicht vergessen, Sir Arthur. Was gefunden, Pepper? Chef, wo sind Sie? Ah, Fernsehen haben die auch. Anfänger sind das keine. Chef, hier stinkt's nach Veilchen. Die Cariocas, die Blue Delfins und die Las Vegas Girls haben sich hier an der Wand verewigt. Unsere zwei Linda und Leslie waren auch hier und dahinter steht Hilfe. Das genügt. Kommen Sie rauf. Aye, aye, Sir. Perkins, wollen Sie mir jetzt endlich sagen, was Sie hier eigentlich suchen? Caracas, 18.12. Bestätigen Übernahme, Bedingungen nur gültig, wenn Feilchenlieferung unversehrt und pünktlich erfolgt. 10 Uhr. Naja, ich hab's Ihnen ja gesagt, Sir Arthur. Feilchen. Ich interessiere mich nicht für Feilchen. Feilchen ist ein Geheimcode und heißt so viel wie Mädchen. Mein Gott, das weiß doch jedes Kind. Ich bin kein Kind mehr, ich verbitte mir das. Pepper! Bev? In Caracas wird eine Feilchenlieferung erwartet. Die Olaf Eriksen ist das einzige Schiff, das nach Caracas geht. Also los, fahren Sie zum Hafen. Wenn das Schiff auslaufen will, muss es sofort gestoppt werden. Aye, aye, Chef. Sie sind wieder da. Der Standpunkt hat sich geändert. Planquadrat X12. Inspektor Perkins, Zentrale für Inspektor Perkins. Perkins hier. Das Signal ist wieder da. Es kommt aus dem Hafen. Ungefähr von Mole 16.
Da liegt die Olaf Eriksen. Geben Sie Alarm. Los. Wir haben Sie, Sir.